Ja, wir sind Bad Punchline, bestehend aus Torben. Hallo. Sören. Hallihallo. Und Malte. Und wir werden heute Abend schöne Musik spielen. Wir machen relativ schnellen Rock mit Elementen der elektronischen Musik versetzt, tanzbar, schwitzbar, erlebbar. Bad Punchline, zu Deutsch schlechte Pointe, haben sich vor 5 Jahren in der südthüringischen Kleinstadt Sonneberg zusammengetan. Schnell haben sie die Clubs in Deutschland erobert, tourten auch schon durch Frankreich und England. Sie standen bereits mit Größen wie der Alternative Rockband Mother Tongue auf der Bühne. Nicht zu vergessen auch ihr Sieg beim New Chance Contest im Jahr 2007 und die Zweitplatzierung zum Thüringen Grammy letzten Jahres. Bisher produzierten sie eine EP mit 7 Songs und ihr aktuelles Album Solitary Disco. Wer die Band schon einmal live gesehen hat, wird sie so bald nicht wieder vergessen. Bad Punchline spielen jedes Konzert, als wäre es ihr letztes und sind schon längst kein Geheimtipp mehr in Thüringens Musiklandschaft und den Grenzen darüber hinaus. Unverkennbares Markenzeichen, ganz klar die Papiertüten. Aber warum freiwillig eine Tüte über den Kopf ziehen? Die Tüten sind einfach deswegen, weil wir unser Antlitz so der Öffentlichkeit einfach nicht präsentieren können. Ja? Also wir waren ja eigentlich auch diejenigen, die Slipknot diesen Tipp gegeben haben. Die haben das natürlich dreisterweise von uns kopiert und sind dann damit erfolgreich geworden. Darüber sind wir immer noch etwas erbost. Aber was will man machen? Für dieses Jahr haben die Jungs noch einiges im Petto. Im Herbst wird es ein Unplugged-Programm mit komplett neu arrangierten Liedern geben. Damit nicht genug. Momentan schreiben die 3 an neuen Songs für den Soundtrack des Independent-Films Am I Evil, der nächstes Jahr erscheinen wird. Bis dahin wird weiter fleißig getourt. Live-Spielen bleibt immer noch die größte Leidenschaft der Band. Ja, und wenn wir gleich auf die Bühne gehen, ja, spüren wir in uns dieses Kribbeln, ja, dieses rauschhaftige Gefühl, das sich dann auf der Bühne entladen wird und wir alle zusammen das Rock'n'Roll-Yoga-Fest feiern können. Oder was sagst du, Torben? Ich bin mir immer absolut deiner Meinung, Malte. Oder Sören? Word. Und damit adios. Bad Punchline, am 18. September das nächste Mal live in Radebeul zu erleben, Anfang Oktober in Leipzig und in Weimar zum Zwiebelmarkt und hoffentlich auch bald wieder in Jena.